Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo. Ja, ich habe noch mal ein bisschen nachgeguckt nach Isual und nach Legdennen. Und es scheint so zu sein, dass das Elixier erst auf dem nächsten Level zu finden ist. Ich musste es nachgucken, weil sonst hätte ich das Spiel hier ausgemacht und wir hätten es noch mal durch das Level schlagen müssen, um dieses Elixier zu finden. Und ja, wahrscheinlich hätte ich den Hinweis auch bekommen, aber bis ich dann entsprechend das Video mit der Frage gepostet habe, naja, wäre zu viel Zeit vergangen und dann hätte ich ja schon weitergemacht. So, und ich habe außerdem nach einem kleinen Hinweis gesucht wegen dieser Truhe. Entschuldigung, immer noch Fass. Wegen diesem Fass und Isual. Und es scheint so zu sein, dass Jillian uns dazu noch was zu sagen hat. Das hören wir uns jetzt mal an und dann reden wir über das, was ich rausgefunden habe. Good day. How may I serve you? You know, now that I think about it, maybe it wasn't a key in a barrel, but a barrel that was the key. Does that make any more sense? Okay, also sie sagt, dass es möglicherweise nicht ein Schlüssel in einem Fass war, sondern das Fass selbst könnte der Schlüssel gewesen sein. Und wir haben ja unten eine Reihe von Fässern gesehen. Und ich habe jetzt gelesen, man soll an einer speziellen Reihe von Fässern ein Portal aufmachen. Dann könnte man dorthin kommen. Und ja, wir reden nochmal kurz mit ihr über Legdennen. Vielleicht weiß sie da noch was, aber dann gehen wir gleich runter. I've never heard of a Legdennen before. Sorry, but I don't think that I can be of much help to you. Ja, ist komisch, dass sie hier wohnt, aber davon nichts weiß. Weil das war ja immerhin der Captain der Garde von King Leoric. Allerdings ist er ja auch erst vor kurzem hier sozusagen eingezogen in Tristram. Gut, ich erinnere mich, glaube ich, wo wir diese Truhen gefunden haben. Wo ich schon dachte, okay, das sieht verdächtig aus. Das war nämlich hier. Das sah ja sehr verdächtig aus. Und wenn man mal guckt, sieht das da in der Mitte auch so aus, als ob hier so eine Art Portalstein wäre. Also, ich vermute mal, dass wir exakt hier ein Town Portal aufmachen müssen und dann dahin kommen. Und ich habe natürlich schon wieder ein bisschen, was ist das denn? Longsword. Schon wieder ein bisschen was mitgenommen an Tränken, damit wir da nicht gleich komplett kaputt gehen. Wir testen das mal. Ja, also, wie wir sehen, ein typisch rotes Portal, was zu irgendeinem Bosskampf führt. Dann schauen wir doch mal. Wir haben die Skelette. Wir haben unsere Sprüche bereit. Ich nehme mal die Guardian. Und dann schauen wir mal, ob wir Isual besiegen können oder ob er uns besiegt. Okay. Auf jeden Fall mal ein grünes Set. Dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Hier sind schon wieder diese Fackeln, aber dieses Mal kann man die nicht ausmachen. Blutkrieger. Okay, also Blutritter. Ja. Ich hoffe mal, das ist effektiv, was ich hier tue. Und ich hoffe auch, dass wir durchhalten. Was ist das? Da war irgendein Zauberer oder sowas. Das habe ich nicht schnell genug gesehen. Ah Gott. Das sind... Ah. Wir beschwören uns auch mal so einen von diesen Blutkriegern. Doomsayer. Hm. Okay, kriegen wir einen davon? Ja. So. Okay, die sind gegen Kälte immun. Ah, so hilft es auch nichts. Serpent Skin Armor. Ah, nehme ich mit. Schlangenhaut. Ah, okay. Der Guardian macht Sinn, weil der Guardian kann sofort anvisieren. Verteilen hier. Skelette oben halten. Und mal ein bisschen Mana nachladen. Nur für den Fall, dass wir es gleich brauchen. So. Ah, das scheint dir nicht zu interessieren, oder? Doch. Mhm. Ich hoffe, ich komme mit meinen Mana-Vorräten überhaupt. Oh ja, super. Ganz hervorragend. Ah, ich will hier weg. Ich will hier weg. Hallo? Mein Charakter ist der Meinung, er müsste jetzt Sprüche zaubern. Das ist gerade nicht so in meinem Sinne. So. Das ist der Nachteil, wenn man auf die Gentaste einen Spruch legt. Dann hat man unter Umständen ein Problem. So. Guardian.
Okay. Auch gerade wieder mal knapp überlebt. Laden wir eben den Gürtel wieder auf. Und wir müssen definitiv noch einmal nach oben, bevor wir auf Isual selbst treffen. Weil das eben hat mich doch ein bisschen überrascht. Keine schlechte Falle. Vor allem, wenn man dann so abgeschnitten ist und nicht zurückkommt, weil man von den eigenen Monstern blockiert wird, von den gegnerischen Monstern blockiert wird und die Renntaste außerdem irgendwelche Sprüche zündet, die man überhaupt gar nicht zünden möchte in dem Moment. So. Nehmen wir mal den Gaudian wieder rein. Ich lasse mich jetzt nicht mehr so überraschen, hoffe ich. Der Guardian soll sich um die Geistertypen kümmern. Und ich kümmere mich um die Blutritter. Ich hoffe, das ist unserer. Der macht irgendwie nicht so viel. Der kommt nur und geht wieder. Holen wir uns lieber so einen Blutritter. Ich denke mal, der macht am Ende mehr Sinn. Hier sind Truhen. Okay, das ist ein gegnerischer. Ja, ich denke mal, da geht's dann zu Isual. So. Achso, das war unsere. Gucken wir hier mal rein. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder runter. Mag irgendwie erstmal unlogisch erscheinen, aber ich denke, da geht's zu Isual und ich möchte erstmal den unteren Bereich machen, dann neue Tränke holen. Und dann gehen wir direkt da hinten hin. Habe ich die gerade alle getrunken? Ja, habe ich. Ich wollte eigentlich die Shift-Taste drücken. Aber da war ich durchs Reden. Von mir selbst abgelenkt. Schön dumm. Naja, müssen wir wahrscheinlich gleich früher Tränke holen und zwar den ganzen Gürtel voll machen und auch noch das ganze Inventar. Quarterstaff of Sacrifice, okay. Nee, das will ich nicht. Beim Book of Insanity, das nehme ich mit. Der Wahnsinn ist mir sehr lieb. Das nehme ich auch mit, weil es mal was anderes ist, wobei... naja, toll ist es nicht. Also lassen wir das. So, gehen wir mal in... irgendwas habe ich da noch vergessen. Gehen wir erstmal hier hin. Beziehungsweise ich bin hier wahrscheinlich einfach nur nicht rumgelaufen. Ja, nichts Besonderes. Okay, irgendwie ist irgendwas kaputt gegangen. Oh Gott, dieses Blockieren. Naja, darüber habe ich mich ja schon zu Genüge aufgeregt. So, durch meinen äußerst geschickten Schachzug habe ich es geschafft, dass ich keinerlei Mana-Reserven mehr habe. Selbst schuld. Aber so ist das halt manchmal. Ich erwarte hier eine Falle übrigens. Deswegen mache ich hier so viele von den Guardians hin. Aber wahrscheinlich habe ich mich da verschätzt. Dann wird die Falle wahrscheinlich dort hinten sein. Ich habe gerade mit dem Finger dahin gezeigt. Ich glaube, das hat jetzt keiner gesehen. Ich meine unten. Ah, hier, das sieht aus wie so ein Symbol von den Klingonen. Aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ich trinke übrigens immer diesen mittleren Gürtelslot hier leer. Deswegen verteile ich mal gerade das Mana so. Hier wird eine Falle sein, vermute ich, oder dort. Gut, gehen wir erstmal nach hier. Ah, vermutlich eher da oben. Ah, eine Robe. War sonst nichts Besonderes. Alles leer. Wäre ja schön, wenn Isual sein Schwert hier einfach abgestellt hätte, weil er gerade mal irgendwie pinkeln muss oder so. Aber leider ist das nicht der Fall. Dann hätten wir damit einfach abspazieren können und ja. Gut, pflastern wir mal hier alles voll. So. Da hatte ich auf ein wenig bessere Nachvollziehbarkeit gehofft. Oh, aber da ist einer, der ein bisschen kräftiger ist.
Oder jetzt machen wir erstmal auf Skelette. Wie heißt der eigentlich? Ah, verschwindet immer. Zerine the Grim. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen mithelfen. Ah, die nehmen dadurch keinen Schaden. So. Dadurch auch nicht. Verdammt. Dann gucken wir es damit. Ja, das geht. Oh Gott. Und da bin ich hin. Ja, da hat die Fingerakrobatik nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut. Zurück in die Stadt. Ich wollte eh hoch, um Tränke zu holen, also insofern passt das. Und ich würde tatsächlich sagen, wir machen hier mal kurz einen Cut und dann gehen wir das nächste Mal wieder rein und killen Zerim the Grim und hoffentlich auch Izoal. Manchmal ist es ja so, dass die Endbosse nicht unbedingt schwieriger sind als die Zwischenbosse. Also lassen wir uns mal überraschen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.